Herzlich willkommen, lieber Krebs. Ich möchte einmal für dich schauen, was deine Kalenderwoche 22 energetisch schon zu bieten hat, was uns die Tarotkarten darüber schon verraten. Die beginnt am 29. Mai und endet am 4. Juni. So, ich mische erstmal die Karten in der Hand, wie immer. Uiuiui. Die sind aber richtig weggeflogen. Okay. So, eine will ich noch haben. Da ist richtig Wumms dahinter in der Woche. Auch das Kartenmischen ist immer so ein kleines Indiz, was ich da so bekomme. Und auch da sind schon die ersten Eingebungen, die ersten Energien, die ich fühlen kann. Und da ist Wumms dahinter. Da ist irgendwie eine ganz starke Energie. Okay. Da knallt es. Es knallt richtig doll. Und auf der anderen Seite, es kommt aber von so einer schönen Stimmung knallt es plötzlich. Also du hast irgendwie eine schöne Stimmung und es ist alles nett und du denkst, ja, es ist toll, kann auch eine Familienfeier sein. Also sowas in der Art, so eine Gartenparty, weißt du, dass man irgendwie feiert und ist ausgelassen und mit einem Mal dreht einer richtig durch. Und dann knallt das und wumms das und alle sind peinlich berührt und irgendwie fühlt sich das plötzlich gar nicht mehr schön an. Plötzlich ist es eiskalt und von der Stimmung her, ne? Und irgendwie das ist eine ganz schwierige Geschichte. Es ist irgendwie, ich weiß nicht, ja, wie gesagt, das ist auf der einen Seite erst diese Sorglosigkeit, diese Freude, dieses Feiern und dann plötzlich mit einem Mal, bam, kippt die Stimmung und ja, die Stimmung kippt. Das ist das Ding hier bei dieser Legung. So, das Ding ist, dass es aber irgendwie auch wichtig, also es ist nicht unbegründet. Da ist keiner, der sich betrinkt und dann aus dem Sofa raus irgendwie ausrastet, sondern es ist etwas, was plötzlich aufgedeckt wird. Es ist etwas, was schon lange in jemandem schwelt und schon lange als Geheimnis irgendwie unterdrückt wurde und jetzt plötzlich rauskommt. Es kann sein, ich möchte das einmal kurz als Beispiel erwähnen. Ich möchte auch noch mal kurz ganz schnell sagen, das sind Beispiele. Es wird nicht eins zu eins auf euch zutreffen, aber das ist jetzt ein Beispiel. Es wirkt so wie zum Beispiel ein Familiengeheimnis. Die ganze Familie ist zusammengekommen, man feiert und man hat eine tolle Gartenparty und alle sind ausgelassen und plötzlich kann einer nicht mehr an sich halten und sagt, ich kann diese ganze verlogene Scheibenkleister nicht mehr ertragen. So. Und dann werden plötzlich mit sehr harten und sehr kühlen Worten die Wahrheit ans Licht gebracht, sie wird ausgesprochen, es ist allen hochgradig unangenehm, aber die Wahrheit wird ausgesprochen. Das ist, glaube ich, das Wichtigste, was ich hier gerade in diesen Karten sehe. Die Wahrheit wird ausgesprochen, alle sind total perplex und super peinlich berührt, es ist super kühl, super anstrengend, die Luft ist zum Schneiden, aber es ist die Wahrheit. Das muss ich jetzt tatsächlich sagen. Es kann auch sich auch so anfühlen, als ob du keine Luft mehr bekommst, ja? So eine leichter Anflug von Panik, ne? Aber es ist die Wahrheit. Das muss ich jetzt deutlich sagen. Ich weiß nicht, ob dir selber diese Wahrheit schon bewusst ist oder ob du mit dieser Familienlüge im Bewusstsein lebst oder auch im Unterbewusstsein. Ich weiß es nicht. Muss auch keine Familienlüge sein. Kann sich auch um etwas handeln, was zwischen dir und deinem Partner ist. Vielleicht auch zwischen den Nachbarn, ich weiß nicht. Also zum Beispiel irgendwie, weiß ich nicht, Familienfeier, nee, nicht Nachbarschaftsfeier, alle grillen. Und das ist aber eine Nachbarschaft, wo man nach außen hin sehr freundlich tut und hintenrum viel lästert. So. Und dann spricht das einer aus, alle peinlich berührt. Sowas. Sowas wird das sein. Und das ist, wie gesagt, hochgradig unangenehm. Aber wie gesagt, sieh es als das, was es ist. Es ist die Wahrheit, es ist Klarheit, die plötzlich reinkommt. Der Schleier wird fällt. Ne? Und man kann plötzlich wieder ganz weit gucken. Das ist die Karte für, ich kann weit gucken, weil sich plötzlich alles wieder der Nebel gelichtet hat und ich der Wahrheit leider auch ins Auge schauen muss. Ja? Okay, das war anstrengend. Es wird auch anstrengend, aber es scheint extrem wichtig zu sein. Ja? Wenn ihr Fragen und Anmerkungen habt, schreibt sie mir gerne in die Kommentare. Ja? Okay, bis zum nächsten Mal.